Als meine Mutter ein paar Straßen weiter in eine andere Wohnung zog, blieb ich bei Vater. Das Haus, in dem wir wohnten, roch nach feuchten Steinen. In der Waschküche stand eine Druckmaschine, auf der mein Vater tagsüber Bücher druckte. Immer wenn ich vom Kindergarten nach Hause kam, ging ich zu ihm in die Waschküche und wir stiegen gemeinsam in die Wohnung hinauf, wo wir unser Mittagessen kochten. Abends vor dem Einschlafen stand er neben meinem Bett und zeichnete mit einer glühenden Zigarette Figuren ins Dunkel. Nachdem er mir heiße Milch mit Honig gebracht hatte, setzte er sich an den Tisch und begann zu schreiben. Im rhythmischen Gemurmel der Schreibmaschine schlief ich ein, und wenn ich aufwachte, konnte ich durch die geöffnete Tür seinen Hinterkopf sehen. Ein heller Kranz von Haaren im Licht der Tischlampe und die unzähligen Zigarettenstummel, die einer neben den anderen wie kleine Soldaten den Tisch ransäumten. Da die Bücher, die mein Vater verlegte, nicht verkauft wurden, nahm er eine Stelle als Nachtwache an, damit er tagsüber weiterhin die Bücher drucken konnte, die sich erst im Keller und auf dem Dachboden und später überall in der Wohnung stapelten. Nachts fiel ich in einen unruhigen Schlaf, in dem die Träume zerstückelt an mir vorbeischwammen, wie Papierschnitzel in einem reißenden Fluss. Dann das klirrende Geräusch und ich war hellwach. Ich blickte an die Decke zu den Spinnweben empor und wusste, dass mein Vater jetzt in der Küche stand und den Wasserkessel auf den Herd gesetzt hat. Sobald das Wasser kochte, ertönte ein kurzes Pfeifen aus der Küche und ich hörte, wie Vater den Kessel hastig vom Herd nahm. Noch während das Wasser tropfenweise durch den Filter in die Thermoskanne sickerte, zog der Geruch von Kaffee durch die Zimmer. Darauf folgten rasch gedämpfte Geräusche, ein kurzer Moment der Stille. Mein Atmen begann schneller zu werden, und mein Kloß formte sich in meinem Hals, der seine volle Größe erreicht hatte, wenn ich vom Bett aus sah, wie Vater in seine Lederjacke gehüllt leise die Wohnungstür hinter sich zuzog. Ein kaum hörbares Klack. Ich wühlte mich aus meiner Bettdecke und stürzte ans Fenster. Langsam zählte ich. 1, 2, 3. Bei 7 sah ich, wie er mit schnellen Schritten die Straße entlang ging, eingetaucht in das dunkle Gelb der Straßenlaterne. Bei 10 war er stets beim Restaurant an der Ecke angeflammt, wo er abbog. Nach weiteren Sekunden, in denen ich den Atem anhielt, hörte ich den Motor des Lieferwagens, der laut ansprang, sich entfernt, immer leiser wurde und schließlich ganz verstummte. Dann lauschte ich in die Dunkelheit, die langsam ein ausgehungertes Tier aus allen Ecken kroch. In der Küche knipste ich das Licht an, setzte mich an den Tisch und umklammerte die noch warme Kaffeetassen. Suchte den Rand nach braunen eingetrockneten Flecken ab, das letzte Lebenszeichen, wenn er nicht mehr zurückkehrte. Allmählich erkaltete die Tasse in meinen Händen. Unaufhaltsam drang die Nacht herein und breitete sich in der Wohnung aus. Sorgfältig stellte ich die Tasse hin und ging durch den schmalen, hohen Gang in mein Zimmer zurück. Vor dem Fensterrechteck, aus dem ich zuvor meinen Vater beobachtet hatte, hockte jetzt das Gesetz, das mich böse anglotzte. Ich setzte mich auf die äußere Kante des Bettes und ließ es nicht aus den Augen. Jederzeit konnte es mir ins Gesicht springen und seine knotigen, pulsierenden Beine um meinen Körper schlingen. In der Mitte des Zimmers tobten Fliegen um die Glühbirne. Ich starrte in das Licht und auf die Fliegen. Und aus dem Augenwinkel beobachtete ich das Insekt, das schwarz und regungslos vor dem Fenster kauerte. Nach und nach wickelte mich die Müdigkeit in ein warmes Fell. Ich strengte mich an, zwischen den nur noch halb geöffneten Augenlidern die einzelnen Fliegen zu unterscheiden. Doch sie schlossen sich mehr und mehr zu einem in der Luft schwirrenden Kreis. Das Insekt kicherte und ich spürte seine Fühler langsam über den Boden auf meine vom Bett hängenden Füße zufliegen. Ich rannte in die Küche und hielt den Kopf unter kaltes Wasser. Meine Blase war angeschwollen und schmerzte. Ich traute mich nicht, auf die Toilette zu gehen, die auf dem Zwischenstock lag, weil das Licht im Treppenhaus nach kurzer Zeit ausging. Ich spürte das Insekt, das sich in meinem Zimmer regte und nur darauf wartete, mich im dunklen Treppenhaus zu überfallen. In der Küche auf- und abgehend begann ich die Lieder vor mich hinzusummen,
die wir im Kindergarten gelernt hatten. Nur wenige Lieder konnte ich auswendig, weshalb ich sie immer wieder anders zusammensetzte. Den Anschwellen des Schmerzes in der Blase wurde auch meine Stimme lauter, vor der ich inständig hoffte, sie trüge mich aus meinem Körper heraus. Schließlich blieb ich vor dem Kühlschrank stehen und pinkelte in ein Gefäß, das ich zwischen die Beine klemmte. Sobald das Morgenlicht durch das Küchenfenster schimmerte, zog sich das Insekt in die ferne Welt zurück. Die Dunkelheit wurde langsam verschluckt. Erschöpft ging ich in mein Zimmer zurück und hüllte mich in die Bettdecke. Um 7 Uhr läutete das Telefon. Es war Vater, der von unterwegs anrief, um mich zu wecken. Manchmal blieb ich nach draußen. Im Fensterrechteck spiegelten sich dann nur die Köpfe zur Stimme von Mike Jagger hin und her wackelten. Ich saß auf den Knien einer Frau und half ihr, die Flasche mit den 4 Rosen auf dem Etikett an den Mund zu setzen. Wenn sie den Kopf lachend nach hinten warf, lief der Alkohol aus ihren Mundwinkeln und rann in feinen Linien über die gepuderten Wangen. Am meisten lachte sie, wenn Vater in seinen wilden Tanz, bei dem er sich mit fliegenden Armen um sich selbst drehte, über den Stapel Papier oder Bücher stolperte. Dann pustete sie den Alkohol aus ihren aufgeblasenen Backen angenehm kühl in mein Gesicht. »Willst du ein Geheimnis wissen?«, fragte ich sie und nahm ihr die Flasche vom Mund. »Ein Geheimnis?« Sie gluckste, schob das Wort wie eine Süßigkeit im Mund herum. »Geheimnisse mag ich«, sagte sie und drückte dem jungen Mann neben ihr einen Kuss auf die Wange. »Komm, ich zeig dir eins«, sagte ich. Ihre Hand lag warm und willenlos in der meinen, als ich sie durch das von Büchern und Flaschen verbaute Arbeitszimmer meines Vaters führte. In meinem Zimmer ließ sie sich aufs Bett plumpsen und setzte die Flasche wieder in den Mund, während ich die Zeichnungen unter den Kleiderschrank hervorholte. »Was ist das?« Sie schaute mit großen, wässrigen Augen auf die schwarzen Kletten. »Das Insekt, es kommt immer nach, wenn ich alleine bin, und frisst meinen Schlaf.« »Ja?« Sie blickte mich mit gerunzelter Stirn an. Ich nahm ihr die Zeichnungen aus den Händen und versteckte sie wieder unter den Schrank. »Glaubst du an Gott?«, fragte ich. Aber als ich mich umdrehte, war sie bereits auf dem Boden gesunken, die leere Flasche im Arm. Ich beugte mich über sie und versuchte, sie vorsichtig wach zu rütteln. Sie bewegte sich nicht mehr, nur ihre rosa Augendecke zuckten aufgeregt im Schlaf. Aus dem Arbeitszimmer meines Vaters drang noch immer Musik und lautes Gelächter. Ich löschte das Licht. Heute würde sich das Insekt nicht trauen. Falls es doch noch kommen sollte, lag neben meinem Bett ein Körper, felsig und schwer.